arbeiten. Hallöchen Mädels! Ja, da bin ich wieder und schön, dass auch ihr wieder mit dabei seid. Ich habe heute einen Tag für euch. Ja, ich wurde mal wieder getaggt, wie auch immer, von der lieben Sarah Sensitiv. So sieht die gute Dame aus. Eine sehr nette junge Dame, die auch zwei Kinder hat und ja, deren Videos ich sehr gerne schaue. Ich verlinke sie euch natürlich hier oben, ne? Das ist Pflicht. Und ja, es sind insgesamt, ich muss mal nachgucken, 30 Fragen. Ja, das heißt, wir müssen uns ranhalten. Ich darf nicht zu lange labern, ne? Wird ein Kunststück, aber wir schaffen das. Und ich würde sagen, wir legen direkt los und ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Die erste Frage, Bier oder Cola? Und, nee, nicht Cola. Scheiße. Die erste Frage lautet, Bier oder Cocktail? Und ich lese das übrigens wieder von meinem Handy ab, ne? Wie immer, das kennt ihr auch von mir. Ja. Sowohl als auch, würde ich sagen. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich eher Bier nehmen. Ich bin eher der Biermensch. Zweitens, eine Woche nicht duschen oder nackt einkaufen gehen. Ja, ihr seht, ich habe Begleitung nebendran. Es wird gelacht. Ja, ist beides scheiße, muss ich sagen. Also, aber wenn dann eine Woche nicht duschen. Nackt einkaufen gehen? Nee, das wollt ihr nicht sehen, glaubt's mir. Von daher, ja, das Erste. Drittens, Nachtclub oder Restaurant? Ich bin absolut kein Disco-Typ, war ich noch nie, auch vor den Kindern nicht. Ich bin keine Partymaus. Ich bin halt eher, ja, ich bin gerne zu Hause, das gebe ich zu. Oder gehe halt gerne ins Kino oder essen oder so. Und von daher, ja, Restaurant. Schlager oder Techno? Joa. Ich oute mich jetzt an dieser Stelle und sage Schlager. Auch wenn viele jetzt sagen, ach du Scheiße. Aber ich mag Vanessa Mai ein bisschen, nicht alle ihre Songs, aber ein bisschen mag ich sie. Und ich mag auch Helene Fischer, obwohl sie mir mittlerweile ziemlich auf den Sack geht, muss ich sagen. Aber eine Künstlerin, die ich sehr, sehr gerne mag, die mag ich schon seit Kindertagen an, ist Michelle. Ja, lacht mich aus oder lasst es sein, ist mir scheißegal. Aber ich finde Michelle toll und ich mag teilweise ihre Lieder. So ist das. Ist mir auf jeden Fall lieber als Techno, muss ich sagen. Fünftens, Til Schweiger oder Matthias Schweighöfer. Boah. Gehen mir irgendwie beide auf den Sack, muss ich sagen. Also kennt ihr das, wenn ihr so Schauspieler oder Moderatoren habt? Also RTL kann das auch ganz gut, muss ich sagen. Im Moment ist zum Beispiel Daniel Hartwig. Eine ganze Zeit lang war es dieser Wayne Carpendale, glaube ich. Dass ihr die immer wieder nur seht und nur die und irgendwann so die Nase voll von denen habt und sie nicht mehr sehen könnt. Und ja, so geht es mir mit Til Schweiger und mittlerweile auch mit Matthias Schweighöfer. Wenn ich diese Amazon Fire TV Stick Werbung sehe mit dem, da kriege ich schon Aggressionen, muss ich sagen. Und ja, von daher wieder noch. Sechstens, Die Schöne und das Biest oder Bambi? Ja, Die Schöne und das Biest natürlich, ne? Wie soll es auch anders sein? Nikolaus oder Osterhase? Boah, Nikolaus. Ja, habe ich jetzt gerade mal so spontan entschieden. Döner oder Pizza? Pizza natürlich. Ich bin ein absolutes italienisches Mädel. Mein Onkel, also der Mann von meiner Tante. Ja, ist dann mein Onkel, ne? Ja. Oh Mann. Also mein Onkel, der ist Sizilianer und ja, ich war oft bei meinem Onkel und bei meiner Tante zu Besuch und da gab es oft italienisches Essen, der hat sehr oft selber gekocht und ja, ich habe da irgendwie ein Faible für, muss ich sagen, überhaupt für italienisches Essen. Und wenn ich essen gehe, dann auch meistens italienisch. Von daher, ja, natürlich die Pizza. Neuntens, Weihnachten oder Geburtstag? Weihnachten. Ist für mich einfach schöner, hat einen schöneren Hintergrund. Und Geburtstag ist halt immer so ein Ding, da stehst du im Mittelpunkt. Und ich mag das nicht so gerne, um ehrlich zu sein. Ja, sagte sie und setzte sich vor eine Kamera und stellte es online. Ne? So viel zu dem Thema und wir machen weiter mit Sommer oder Winter. Sommer natürlich. Ich bin absolut Sommerkind. Frühling, Sommerkind. Ich hasse den Winter, bin ich ehrlich. Da werde ich so ein bisschen leicht depressiv, wenn man das so sagen kann. Wenn es so früh dunkel wird und es überhaupt nicht, ja, die Sonne nicht scheint und so, das zieht mich einfach immer so ein bisschen runter und von daher Sommer. H&M oder Zara, ja, sind beides irgendwie nicht so Läden, wo ich gerne was einkaufe, muss ich sagen. H&M ist mir immer so ein bisschen, ja, ich bin ja halt ein bisschen breiter, ne, wie ihr seht.
Da ist es mit den Größen immer so ein Problem. Die sind halt immer fallen ziemlich klein aus. Oder wenn, dann ist es halt wie so ein Sack. Und ja, Zara war ich ehrlich gesagt noch nie dran. Von daher, ich bin halt eher so der Taco-Mensch. Oder wenn es halt ein bisschen höherpreisiger sein soll, dann wirklich Vero Moda. Das ist absolut ein Laden, den liebe ich. Da darf ich nicht reingehen. Schwarz oder weiß? Klamottentechnisch würde ich sagen schwarz, also eigentlich bunt, aber weiß ist so, ja, weiß macht dick, ne, sagt man ja nicht umsonst. Und von daher ist weiß nicht so meine Farbe und schwarz, ja, ich mag nicht so ganz schwarze Klamotten, aber ab und zu zieh es dann doch mal an. So, dann RTL oder Sat.1, ja, sind auch wieder so Sender, ne. Ist schwierig, muss ich sagen, weil die haben beide irgendwie so Themen, entweder auf RTL ist es dann halt Hartz-IV-TV, ne, mitten im Brennpunkt oder wie der Mist heißt. Und Sat.1 ist halt sehr davon geprägt, so von wegen Aufstreife und die Einsatzkräfte und so, was man da halt so liest und sieht. Und ich muss sagen, ich komme ja selber aus dem Bereich, ne, im OP und ja, ich muss mir das nicht abends noch geben, bin ich ehrlich. Meine Kinder gucken das unheimlich gerne, aber ja, ich gucke dann halt so halb mit, würde ich sagen. Aber von daher, ja, wieder noch. 14 Haare offen oder Zopf? Muss ich dazu noch was sagen? Ich glaube nicht. Obwohl Zopf mag ich auch ganz gerne, vor allen Dingen hier so ein Dutt, ne, so ein Wuscheldutt, weil es einfach bequem ist. 15 Leggings oder Jeans? Ja, Jeans natürlich. Ich bin kein Leggings-Typ. Ich bin zwar groß, aber ich bin nicht besonders schlank. Und Leggings sehen da immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, nicht so vorteilhaft aus, ne? Und von daher, ja, bin ich absolut kein Leggings-Typ. Zumal es gibt eine Sache an Leggings, die mich unheimlich stört, und zwar sind keine Taschen drin. Ich habe immer irgendwas in der Tasche, sei es ein Labello oder sonst irgendwas. Und ja, wenn ich dann keine habe, dann bin ich irgendwie am Rande der Verzweiflung. Die 16. Frage lautet, pink oder blau? Und ja, das ist auch wieder so eine Sache. Wenn würde da jetzt rosa oder blau stehen, würde ich ganz, ganz klar sagen rosa. Aber pink ist, muss ich sagen, nicht so wirklich meine Farbe. Es ist mir zu knallig und zu bam, da bin ich. Und ja, das bin ich nicht. Deswegen mag ich eher rosa, weil das so ein bisschen zurückhaltender ist. Und ja, weil es das aber hier nicht gibt, ne, sage ich blau. 17 Frühaufsteher oder Langschläfer? Frühaufsteher. Vom ersten Tag an hatte ich nie Probleme damit, mir Wecker zu stellen und aufzustehen. Und ich bin auch nicht so der Schlummermodus-Typ, ne, der 30.000 Mal den Schlummermodus drückt und dann irgendwann merkt, du hast verschlafen. Ich bin sofort da, wenn der Wecker klingelt, und stehe auch sofort auf und gehe ins Bad und beginne meinen Tag, und ich brauche das auch einfach für mich. Von daher, ja, Frühaufsteher. 18 Handtasche oder Rucksack? Ich bin eine Lady, ne? Hallo? Ganz klar Handtasche. Rucksack ist für mich halt immer sowas. Ja, wenn ich wandern gehe oder so, dann nehme ich natürlich einen Rucksack, ne? Der ist bequemer. Aber wenn ich irgendwie bummeln gehe, shoppen gehe oder, keine Ahnung, irgendwo essen gehe, was auch immer ich mache, zur Arbeit gehe auch, habe ich immer eine Handtasche, weil ich finde es einfach schicker und eleganter. Und es passt halt mehr zu meinem Kleidungsstil, ne? Also kannst keine Hüschenbluse anziehen und dann einen Rucksack drauf. Das ist irgendwie zu konträr, würde ich sagen. 19 Wimpernverlängerung oder Nägel machen lassen? Ja, Wimpernverlängerung. Also Nägel machen lassen geht schon aus diesem Grund nicht, weil ich im OP arbeite, wie gesagt. Und ja, da darf ich weder Nagellack tragen noch sonst was. Jetzt ist es gerade Wochenende, ne? Das ist was anderes. Da trage ich dann immer Nagellack und hole das immer so ein bisschen nach. Aber auf der Arbeit, ja, darf ich das nicht. Und von daher ist Nägel machen für mich keine Option, ne? Also Nagellack lohnt sich noch nicht mal mehr für 2 Tage teilweise. Und ja, Nägel machen schon mal recht nicht. Und Wimpernverlängerung, das wäre was ich mir durchaus vorstellen könnte. 20 Frauentausch oder Verdachtsfälle? Ja, da haben wir es, ne? Die Verdachtsfälle waren es. Frauentausch. Ab und zu gucke ich das und ich finde das cool, gerade wenn die so abgehen. Ne? Manche, ja, Frauen haben ja so Einstellungen oder Familien, wo ich nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen könnte. Aber ja, es sind halt wegen den Einschaltquoten, ne? Machen wir uns nichts vor. Und ja, von daher Frauentausch. WhatsApp oder Instagram? WhatsApp. Ganz klar. Ich habe Instagram, aber ich benutze es nicht häufig, wie ihr vielleicht sehen könntet, wenn ihr mir folgt. Ne? Wenn ihr mir denn noch folgt, heißt das. Weil ja, das letzte Bild habe ich irgendwie, glaube ich, keine Ahnung, vor 2 Wochen gepostet oder so. 22 ist es. Dagi oder Bibi?
weder noch. Ich mag die alle beide nicht. Die gehen mir auf den Nerv, bin ich ehrlich. Und ja, von daher keine von beiden. 23, 80er oder 90er. Ja, ich bin eigentlich so groß geworden in den 90ern eher. Ich bin zwar 84 geboren, aber so richtig mitbekommen habe ich die 90er und ja, ich sage aber dennoch die 80er, weil ich weiß nicht, es klingt blöd, ne? Der Spruch, früher war alles besser, aber ja, es ist auch irgendwie so, in meinen Augen. Wir haben natürlich viele Fortschritte und Handys und so, ne? Das gab es früher alles nicht, aber trotzdem finde ich irgendwie, ja, sehne ich mich ein Stück weit nach dem Leben von früher, bin ich ehrlich. 24, Blind Date oder Speed Dating? Beides nicht, oder? Ich weiß nicht, ich war auch bei keinem von beiden. Ich bin da echt so langweilig. Meinen Freund habe ich, wie gesagt, im Internet kennengelernt, auf so einer Plattform und ja. Keine Ahnung. Blind Date? Ich weiß nicht. Eigentlich keins von beiden, wenn das denn irgendwie geht. 25 DSDS oder Voice of Germany? Voice of Germany finde ich bedeutend besser und zwar aus dem einen Grund, muss ich wirklich sagen, weil wegen den Blind Auditions. Bei DSDS ist es immer so, ich meine, mittlerweile hat es sich ein bisschen gelegt, ne? Aber früher, ich meine, ich mag den Bohlen, ne? Den Dieter Bohlen, der haut immer Sprüche raus, da liege ich in meiner Ecke, muss ich sagen, also von dem her DSDS. Aber vom ganzen Konzept her finde ich diese Voice of Germany einfach besser und auch so ein bisschen hochwertiger. Man hat bei DSDS immer den Eindruck so ein bisschen, also jetzt mittlerweile nicht mehr, wie gesagt, aber früher ging es mir so. Ja, dass es halt öfters darum geht, wenn du einen geilen Arsch hast und geile Titten einfach und deine Stimme ist jetzt nicht so toll, also nicht, dass du schief singst, ne, bis zum Dort hinaus, so wie ich zum Beispiel, aber wenn es jetzt einigermaßen ausbaufähig ist, sage ich mal, dann ja, wirst du einfach mitgeschliffen, weil du siehst gut aus, du passt ins Konzept, du könntest ein Star sein. Und dieser Punkt, finde ich, ist bei Voice of Germany durch diese Blind Auditions, wo die Coaches wirklich nicht sehen, wen sie da buzzern, mehr gegeben. Und ich mag dieses Prinzip lieber, dass man wirklich nur auf die Stimme hört und nicht auf das, was da vor einem steht. Und von daher, ja, The Voice of Germany. Macho oder Softie? Charmantes Arschloch? Also das ist so die Assoziation, die ich dazu habe. Mein Freund ist zum Beispiel eins. Ich kann da offen drüber reden, dem macht das nichts. Er weiß das auch, dass ich das so denke. Aber ich möchte keinen Typ, der zu allem Ja und Arm sagt. Ich möchte aber auch keinen, der mich betrügt oder verarscht. Hatte ich schon in meinem Leben, brauche ich nicht mehr. Ich möchte trotzdem keinen, der... Ja, der immer sagt, ja, Schatz, du siehst toll aus und so, sondern auch einen, der mir mal Paroli bietet einfach und auch mal vielleicht einen Spruch auf den Lippen hat. Und ich finde, das hält die Beziehung auch so ein bisschen jung. Und ja, ich habe das Glück, so einen Menschen gefunden zu haben in meinem Leben und bin unheimlich dankbar dafür. Auch wenn ich manchmal denke, oh mein Gott, ja, und einiges aushalten muss. Wobei er bei mir, also das geht ihm bei mir auch so, ne? Es ist nicht so, dass ich auch zu allem Ja und Amen sage, sondern ihr kriegt auch schon mal einen Spruch von mir ab. Und ja, ich finde, es passt einfach, die Chemie passt. Und von daher würde ich das Mittelding nehmen. Wie gesagt, charmantes Arschloch. Ist hier das Stichwort. High Heels oder Sneakers? Ist auch wieder so ein Ding, ne? Ich würde sagen Mittelding. Also so High Heels schon alleine wegen meiner Größe. Ich bin 1,78 groß und wenn ich dann noch High Heels anziehe, dann sieht das ein bisschen komisch aus, finde ich. Aber Absatzschuhe trage ich sehr gerne, ungefähr bis auf so einem Level. Aber so fände ich Absätze, das ist jetzt nicht meins. Von daher, ja, würde ich sagen Sneakers. Im Alltag trage ich die sowieso am liebsten. 28 Traum Mann, Frau, also Mann in meinem Fall, ne? Oder 1 Million Euro und da entscheide ich mich ganz klar fürs Erstere, weil... Ja, 1 Million Euro, gut, kann man jetzt nicht so leicht erarbeiten, aber man kann dafür arbeiten, dass man sich halt was leisten kann. Aber den Traummann oder auch die Traumfrau zu finden in diesem Leben, in dieser Welt, ist für mich ja, mehr als ein Jackpot, muss ich sagen. Wir haben über 7 Milliarden Menschen auf dieser Welt und ja, wie groß ist bitte die Wahrscheinlichkeit, dass ihr genau diesen einen Menschen findet in eurem Leben, der zu euch passt, der, ja, der quasi das fehlende Puzzleteil ist in eurem Leben. Ja, die ist sehr, sehr gering und glaube ich noch geringer als ein Lottogewinn und von daher natürlich Traummann in meinem Fall. Kaffee oder Tee? Beides.
Also morgens Kaffee und ja, jetzt gerade hier Tee, ne? Das ist der Beweis. Natürlich wieder spanische Orange, ne? Wie soll es anders sein? Kennt ihr auch mittlerweile von mir. Und die letzte Frage, Zirkus oder Zoo? Ich mag Zirkusse nicht. Bin ich ehrlich. Das mag ein Vorurteil sein und es mag vielleicht auch Zirkusleute geben oder Zirkusbetreiber oder wie auch immer, die zu ihren Tieren gut sind. Und aber es gibt genauso auch schwarze Schafe wie in jeder Branche, die wird es auch in Zoos geben, keine Frage. Aber ja, das hat für mich immer sowas, keine Ahnung, ich mag Zirkus nicht so. Von daher, ja, bin ich eher für den Zoo. Ja, ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr verquatscht und es wird nicht zu lang, das Video, ne? Ja, jetzt ist es an der Zeit, auch noch ein paar Leute zu taggen und ich würde sagen, ich guck mal. Also ich nenne die Leute jetzt nicht hier, sondern ich verlinke euch die unten in der Infobox, weil, ja, schlechte Vorbereitung kann man jetzt sagen, aber ich weiß nicht, wen ich noch taggen soll, um ehrlich zu sein. Weil es haben schon sehr viele diesen Tag gemacht, also dies oder das, auch mit anderen Fragen. Aber ich guck mal durch, wen ich da noch finde, wer sich vielleicht freuen könnte darüber. Und ansonsten, ja, auch hier ein Aufruf, wer will, kann gerne mitmachen, ne? Ja, wenn ihr jetzt vor der Kamera sitzt, nee, nicht vor der Kamera, da sitze ich jetzt vor den Bildschirmen sitzt und euch denkt, da hätte ich auch mal Bock drauf und ja, ihr dreht vielleicht auch Videos oder was, dann ja, seid ihr herzlich eingeladen. Ansonsten, wie gesagt, die anderen, die ich noch finde, verlinke ich euch in der Infobox. Genau. Gut, Mädels, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, ne, Däumchen nach oben nicht vergessen, ist das und ja. Über ein Abo würde ich mich auch freuen, falls ihr mich noch nicht kennen solltet und ihr denkt, wer bist du, dann verlinke ich euch noch ein Video von mir in der Endcard. Und wenn euch das gefällt und ihr könnt mich länger ertragen, dann würde ich mich natürlich darüber freuen, wenn ihr mir ein kostenloses Abo da lasst. Ja. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, macht es euch fein und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Tschüss!